Hallo, liebe Freunde und Interessierte der Elektromobilität. Ich habe mir heute wieder ein Auto geschnappt, um meine große Vergleichsreihe fortzusetzen, nämlich welches Auto ist für uns gegebenenfalls das nächste Elektroauto und ersetzt unsere bisherigen Verbrenner. Ja, ihr seht schon, was ich mir hier geholt habe für ein paar Tage. Es ist der Jaguar I-Pace. Ein sehr schickes Auto in einer schön gedeckten Farbe, nicht so auffällig wie der vergangene e-tron, sondern in einem dezenten Grau gehalten. Und den Wagen möchte ich euch jetzt mal ein bisschen vorstellen. Ja, vielleicht kurz was zu den technischen Daten. Der Wagen ist nur 4,70 Meter lang, also relativ kompaktes Format im Vergleich zu den anderen Fahrzeugen, die irgendwo zwischen Ende 4,80 Meter bis fast 5 Meter lang sind. Dafür aber 2,14 Meter breit mit Außenspiegeln. Also da die übliche Breite bzw. 5 cm breiter, meine ich sogar, als der EQC. Hat ein Leergewicht von 2,2 Tonnen, dementsprechend 200, 300 Kilogramm, teilweise sogar 400 Kilogramm leichter als die Konkurrenz. Und mit 247 kW Motoren ausgestattet, also Allrad. Ist ja ein Grundkriterium für meine Auswahl bzw. für meine spätere Fahrzeugwahl. Hat also sowohl vorne als auch hinten einen 147 kW Motor sitzen, die dann optimiert zusammen diese, nenne ich es mal PS, 400 PS ergeben. Von 0 auf 100, 4,8 Sekunden. Das ist so. Also ich habe es gerade erst wieder im Zwischenspurt ausprobiert. Der Wagen schießt brachial nach vorne. Ist ein unheimliches Gefühl in dem Auto. Und die Höchstgeschwindigkeit, die ich damit gefahren bin, war nach Head-Up-Display 208 km/h. Also die 200 angegebenen km/h gemäß Werksangabe sollten auf jeden Fall drin sein. Der CW-Wert beträgt 0,29. Ich blende hier mal eben die interessante Karosserieform ein, weil da sieht man nämlich, dass der Wagen so konzipiert, dass er quasi den Gegenwind oder den Strömungswind ums Auto, übers Auto leitet. Dafür ist hier unter der Motorhaube im Endeffekt ein Bereich offengeschlitzt, nenne ich es mal, der den Wind übers Auto führt. Er hat außerdem einen sogenannten Air Curtain, der den Gegenwind oder den Wind am Auto vorbeiführt. Hier am Auto vorbeiführt. Hier kann ich reinfassen und hier oben kommt die Luft wieder raus, wird dann übers Auto geleitet. Und gleiches haben wir auch noch mal oben auf der Dachlinie, wo im Endeffekt die Luft wieder übers Heck, hinters Heck geführt wird, um möglichst wenig Verwirbelung hinter dem Heck zu erzeugen. Das soll eben für einen guten CW-Wert sorgen, der wie gesagt hier bei 0,29 liegt. Ja, die Ladeleistung liegt bei 100 kW an CCS und bei leider nur einphasig und dann 7 kW AC. Das ist natürlich jetzt nicht so prall. Die Batterie hat eine Größe von 90 Kilowattstunden brutto und das entspricht ungefähr 84,7 Kilowattstunden netto. So ist es auf jeden Fall angegeben. Interessant ist noch, der Wagen kann auch mit einer Anhängerkupplung bestellt werden. Die ist jetzt bei dem Testwagen hier leider nicht dabei und dann darf der Wagen 750 Kilo ziehen. Also ja, einen sogenannten Gartenanhänger oder Gartenabfallanhänger, keinen wirklichen Anhänger und hat aber auch nur eine Stützlast von 45 Kilo. Preislich beginnt der Wagen bei knappen 78.000 Euro in der Grundausstattung, die ja schon ordentlich ist, aber wo natürlich noch eine Menge Nice to Have reinpasst. Der Wagen, so wie er hier steht, in der Ausstattung SE und diverser Zusatzausstattung kommt, ich habe ihn mir mal zusammengestellt, auf dem Jaguar-Konfigurator, liegt bei knappen 95.000 Euro. Heißt, spielt also wieder mittendrin mit bei EQC, wo er sogar noch ein bisschen im Vergleich, würde ich sagen, ein bisschen teurer ist. E-tron und dementsprechend tun die sich, da sage ich mal, alle nichts in dem preislichen Gefüge. Was kann man noch zu der Karosserieform sagen, beziehungsweise zum Außenbereich? Wir haben hier das LED-Licht, wie man hier sehen kann. Wir haben hier unten Nebelscheinwerfer, auch in LED-Form. Das werde ich in einem anderen Video noch mal vorführen,
Wir haben hier, der Wagen ist ausgestattet mit einer 360-Grad-Kamera. Hier sieht man die Frontkamera. Da werde ich auch noch mal drauf eingehen. Weitere Kameras sitzen in den Außenspiegeln unten und im Heck, was im Endeffekt dann auch die Rückfahrkamera darstellt. Die Scheibenwischer sehen jetzt so komisch aus, weil sie in der sogenannten Winterstellung sind. Das heißt, wenn der Wagen aus ist, fahren sie in die Winterstellung. Das kann man im Menü so eingeben, sodass dann die Schnee- und Eisbeseitigung durch das Hochklappen der Scheibenwischer einfach möglich ist. Normalerweise im Fahrbetrieb verschwinden sie, sodass im Endeffekt der Wind über die Scheibenwischer drüber hinweg geht. Ja, was möchte ich noch sagen zum Thema Innenraum? Ich möchte euch einmal die Türen zeigen. Die sind jetzt nicht weich geschäumt, aber sie sind auf jeden Fall einigermaßen gepolstert. Hier ist das Meridian Soundsystem verbaut. Hier gibt es noch Ablagefächer hier unten drin. Insgesamt ist die Verarbeitung okay. Also die Verarbeitung als solches ist gut. Man findet keine Fehlstellen oder sonst irgendwas. Aber ich finde es jetzt relativ einfach. Ja, also es ist jetzt nicht so, dass man hier irgendwelche belederten, wie hier mit Kontrastnähten versehenen Bereiche hat, sondern das ist hier eigentlich alles einmal aus einem Guss gleich. Ja, der Einstiegsbereich. Die Frontpassagiere haben hier, obwohl es sich hierbei nicht um die Vierzonenklimatisierung handelt, jetzt bin ich natürlich wieder voll in der Sonne, sorry, hier eine eigene Belüftung, Taschen hinter den Vordersitzen, natürlich Isofix zweimal auf der Rücksitzbank. Was ich noch ganz interessant finde, ist hier eine eigene Stromversorgung. Hier kann, glaube ich, irgendein System, ein Multimedia oder irgendwas reingeklipst werden. Also hier sind 2x5 Volt Lademöglichkeiten per USB und einmal 12 Volt als Steckdose. Ein Fünfsitzer ist es. Man kann aber hier diesen Bereich rausnehmen, hat dann hier noch in der Mittelarmlehne Becherhalter und ein kleines Staufach. Auch alles normal. Und hier oben noch eine eigene Beleuchtung. Man sieht hier auch, was man von außen vielleicht nicht gesehen hat, ist dieses wunderschöne, durchgehende, große Panoramadach. Was wirklich, ja, als Mitfahrer toll ist, als Fahrer auch toll ist. Auch wenn man es leider nicht öffnen kann. Und das ist das, was ich gerade schon mal erwähnt habe. Hier hinten das doch sehr, sehr flach abfallende Fenster, was zwar von der Fläche gar nicht so klein ist, aber eben in diesem steilen oder in diesem flachen Winkel, in dem es abfällt, eigentlich kaum eine Möglichkeit gibt, nach hinten zu gucken. Beim Fahren ja, um den rückwärtigen Verkehr zu beobachten, aber beim Rückwärts-Einparken ist das eigentlich sinnlos, das Teil. Ja, der Bereich der Vordersitze, hier die Tür. Der Wagen hat, wie gesagt, dieses Soundsystem, wo ich jetzt weniger Wert drauf legen würde, aber es gibt zwei Varianten Soundsystem. Hier sind die Knöpfe für die Memory-Bedienung der Sitzeinstellung. Hier sind drei verschiedene Positionen speicherbar. Und hier haben wir, wie üblich, die Spiegeleinstellung und die Fensterheber inklusive der Sperre für die hinteren Fenster. Auch hier analog den Türen im Vorbereich. Keine besonderen Materialien, alles relativ oberflächlich, relativ weich geschäumt, aber grundsätzlich doch eher hart. Die Sitze hingegen sind mit genarbtem Leder, also nicht vegan oder ähnliches, mit Strukturnähten bzw. andersfarbigen Nähten. Hier unten ist die elektrische Einstellung und ja. Bevor wir jetzt zum Innenraum in puncto Dashboard und Mittelkonsole kommen, denke ich mal, ist es das soweit gewesen. Auf der Beifahrerseite gucken wir noch mal kurz. Das will ich euch noch mal zeigen, zum Beispiel Handschuhfach. Was ich wirklich gut finde, ist, dass es ein Handschuhfach gibt, auch wenn tatsächlich das Abschließen und die Kühlbarkeit Geld kostet. Ich glaube irgendwie 130 Euro oder so. Nur mal, weil ich es gleich wieder vergessen werde, auch hier runter, also sprich unter der
schwebenden Mittelkonsole, nenne ich sie mal, USB-Anschlüsse. Ja, also wir haben mehrere USB-Anschlüsse hier im Auto. Also von der puncto Stromversorgung braucht sich hier keiner Gedanken machen, dass er seine Mobilgeräte nicht geladen bekommt. Dieses Handschuhfach könnt ihr wahrscheinlich kaum sehen, aber es reicht gerade mal für die Bordliteratur hier noch ein Stift und vielleicht noch ein Chip für einen Einkaufswagen. Aber ansonsten ist das Ding einfach, ist eigentlich wirklich nur für Handschuhe. So, aufgrund der relativ kurzen Karosserieüberhänge haben wir eben und der Achsen, die relativ vorne und hinten nah am Autoende mal ganz laienhaft ausgedrückt angebracht sind, hat man eben schon die Möglichkeit, diesen Raumgewinn dem Innenraum zugutekommen zu lassen. Und das wollen wir uns jetzt auch mal von innen anschauen. Einfacher Zugang, die Tür geht ziemlich weit auf. Ja, das ist auf mich eingestellt jetzt hier alles. Ich habe hier die elektrische Bedienbarkeit unten am Sitz, kann damit hin und her fahren. Ja, hier ist alles gut erreichbar. Die Tür hat eine vernünftige Öffnungsgröße. Ich komme einfach rein und raus. Ist eben das sehr Gute bei Autos mit einem SUV-Charakter. Ich würde das Auto gar nicht als SUV als solches bezeichnen, weil es gar nicht mal so diese... Er ist nicht so hoch. Er ist tatsächlich niedriger als die anderen Kollegen. Man sitzt aber relativ hoch. Aber aufgrund des Glasdaches hier habe ich hier doch sehr viel Platz. Also ich würde mal sagen, anderthalb Fäuste über meinem Kopf habe ich auf jeden Fall Platz bis zum Glasdach. Zeige ich gleich nochmal von innen. Und das Gute an der ganzen Geschichte ist eben, dass man hier einen relativ großen Innenraum hat, der aber nicht zulasten der Gesamtlänge geht. Ich setze mich auch gleich mal hinter mich, weil in der Tat ist es auch ganz einfach möglich, hier meine Kinder hinten reinzubringen. Meine Frau hat auch schon hinten drin gesessen, um das mal zu testen. Und ich werde es gleich auch nochmal versuchen. Ja, und dann wollen wir mal gucken, wie groß dieses Auto ist. Man sieht, hier ist genug Platz. Ich komme hier nirgendwo ins Gehege. Ich kann auch mein Bein für Langstreckenfahrten gut an die Mittelkonsole anlegen. Das ist insofern alles schick. Also so viel dazu. Ich gehe jetzt mal auf die Rücksitzbank. So, der Fahrersitz ist immer noch auf meine 1,86 Meter eingestellt. Ja, was kann ich sagen? Ich stoße in der Tat mit den Knien hier an. Also wenn der Sitz jetzt ein bisschen steiler wäre, 2-3 Zentimeter oder ein paar Makromühe nach vorne geschoben würde, dann könnte ich in der Tat sehr bequem sitzen mit geraden Beinen. Ansonsten würde ich die Beine jetzt links und rechts so auseinanderfallen lassen. Das ist aber also auch kein Problem. Auch so kann ich lange fahren. Ich habe hier genug Kopffreiheit, also auch hier ist eine Faust breit nach oben Platz. Also wie man hier sieht, ich sitze immer noch sehr bequem, kann eben meinen Arm auch für längere Reisen auflegen. Hier kann man, gut, das sind natürlich jetzt keine Panoramafenster hier, sondern das sind im Endeffekt Fenster, wo man aber immer noch gut rausgucken kann. Was ein bisschen störend ist, ist das hier, weil da schlage ich in der Tat gegen, wenn ich nicht ganz gerade sitze, aber habe immer noch genug Platz. Also wenn ich jetzt zum Beispiel bei einem Ausweichmanöver würde ich gegen eine ganz weich, also extrem weich gepolsterte Dachlinie stoßen, wo wahrscheinlich der Airbag hinter ist. Und hätte da im schlimmsten Fall so noch die Möglichkeit, mich zum Ausruhen anzulehnen. Was jetzt auch bei der schönen Sonne gar keine schlechte Idee ist. Naja. Ja, was haben wir hier? Ich denke mal, das dürfte es zum Thema Innenraum hinten von außen gewesen sein. Ich würde gleich nochmal separat das euch zeigen. Wollte euch nur mal kurz demonstrieren, dass mit meinen 1,86 Meter vorne und elfenhaftem Gewicht auch hinter mir für meine Person Platz wäre. Und deswegen gehe ich davon aus, dass auch für die Kinder es definitiv ausreichend Platz wäre hier. So, wir haben hier vorne auch die Motorhaube, die sich natürlich mit Hilfe von Gasdruckstoßdämpfern öffnen lässt. Ja, wie man sehen kann, ist dort ein Frunk vorhanden. Und zwar soll dieser 27 Liter fassen. Ich gehe da noch mal ein bisschen näher ran. Hier haben wir einmal das Bordladegerät, was im Endeffekt bei dem Auto dabei ist. Man sieht, das ist im Endeffekt schon so groß und mit einem so langen Kabel versehen, dass es eigentlich den Frunk ausfüllt. Der Frunk ist
scheinbar wasserdicht. Der hat hier eine Gummilippe. Also hier ist er abgedichtet. Hier oben dann greift dann die Lippe rein. Heißt, er ist so gesehen während der Fahrt wasserdicht. Hat also keinen extra Deckel. Ja, und man kann eben sehen, hier alles andere ist eben unter der großen Abdeckung verschwunden, die man dann eben hier in einzelnen Bereichen öffnen kann. Denke ich mal hier, um das Licht einzustellen. Keine Ahnung, irgendwas machen zu können, also irgendwas für den Service tun zu können. Das Ganze gehalten von 2 Gasdruckstoßdämpfern. Sehr schön gemacht. Ja, unaufgeregt. Aber man kriegt auf jeden Fall seine Ladeutensilien vorne runter und das finde ich soweit schon mal super. Weil dann braucht man dafür nicht unnötig Platz im Kofferraum verwenden, so wie es ja leider beim EQC der Fall ist. Der eben in dem Frunk keinen Platz oder der im Motorraum keinen Platz für einen Frunk hat. Beziehungsweise für ein Fach. Ja, das Einzige, was man hier noch machen kann, ist Wischwasser auffüllen. Und ich denke mal, für alles andere wird man diese Klappe hier gar nicht benutzen müssen. Gut, dann würde ich sagen, gehen wir mal zum Kofferraum. Ja, zum Thema Kofferraum. Der Kofferraum lässt sich, so wie auch die Fronthaube, die Motorhaube, beziehungsweise die, na stell mal scharf, so, lässt sich auch über den Schlüssel öffnen. Und das wollen wir mal eben machen. So, wie man sieht, geht die Klappe auf und zeigt im Endeffekt den Kofferraum, auf den wollen wir jetzt mal eingehen. Ja, was kann er, der Kofferraum? Er hat laut Angaben, soll er 650 oder 656 Liter Volumen haben. Jetzt habe ich ja den Passat und der Passat hat 635, glaube ich, oder so. Also irgendwas in der Größe. Und ich bin mir nicht sicher, ob das tatsächlich zu vergleichen ist, weil ich glaube schon, dem Kofferraum fehlt hier doch deutlich was an Tiefe und auch an Breite. Also ich kann nicht glauben, dass es hier über 650 Liter sind. Ich würde eher sagen, es sind knappe 500. Ja, vielleicht habt ihr da irgendwie noch andere Quellen, die dazu eine Angabe machen. Ich würde mal sagen, es sind knappe 500 Liter. Die finden wir hier. Wir haben hier noch Verzurösen, 4 Stück. Wir haben hier eine Halterung für irgendwas. Ansonsten haben wir hier noch eine 12-Volt-Dose, Einkaufshakenhalter, 2 Stück. Wir können die Rücksitzlehne 1/3 zu 2/3 umklappen. Allerdings nicht von hier hinten aus. Das heißt, das machen wir dann aus dem Fond. Und wir haben hier noch einen kleinen doppelten Ladeboden, wo normalerweise wo man auch ein Faltnotrad reinbestellen kann. Hier haben wir im Endeffekt ein Tirefit mit Kompressor, Warndreieck und Verbandkasten und der Abschleppöse. Und eben hier noch Platz für allerhand Gedöns und Kleinkram. Das finde ich gut. Dann muss man hier das nicht irgendwo noch in dem ohnehin jetzt nicht so großen Kofferraum verstauen. Das ist also sehr angenehm. So, wenn man das dann auch wieder zukriegt. Ach ja. So, dann haben wir hier noch eine Hutablage, die relativ einfach gehalten ist. Ja, also das ist wirklich ein sehr flatteriges Brettchen. Also da kann man definitiv nichts drauflegen, außer vielleicht eine sehr leichte Jacke. Aber dann mehr sollte man da auch wirklich nicht reinpacken. Ja, kommen wir jetzt mal hier zum Innenraum in puncto Dashboard und Co. Wir haben hier, wie man hier unten sieht, habe ich super viel Platz noch bis zu den Knien. Weil das ist auch gut so, das ist nämlich relativ hart und auch teilweise etwas kantig, also jetzt nicht gratig, aber ich glaube, wenn man da mit dem Schienbein gegen scheppert, ist nicht so angenehm. Ich mache jetzt mal das Display noch nicht an, weil dann wird es nämlich laut hier drin, weil er dann sofort natürlich anfängt zu klimatisieren, zu konditionieren. Hier ist das sehr schöne, griffige, nicht zu große Lenkrad, ja, mit dem großen volldigitalen Display. Lüftungsmöglichkeiten überall. Fahrerbeifahrer zentral. Ja, hier haben wir diese sogenannte schwebende Mittelkonsole im vorderen Bereich mit Ablagemöglichkeiten, dem An- und Ausschalter,
lauter, leiser, an und aus für die Head Unit im Navigations-Multimedia-Bereich. Und hier eben eine Ablage mit einer Armauflage, wo noch mal einiges an Gedöns rein kann. Ich habe da jetzt mein iPhone geladen, dann gibt es da zwei USB-Stecker, es gibt dort eine 12-Volt-Ladebuchse und es gibt dort ein SIM-Fach für eine fest verbaute SIM, die ist hier zugeklebt, damit sie nicht entfernt wird. Ich gebe jetzt hier mal ein bisschen Energie aufs Auto. So. Man sieht, die Head Unit, ach, ich wollte gerade sagen, was ist da los, warum kommt im Kombi-Instrument nichts? Hier wird jetzt erstmal schön der iPace angezeigt, eine sehr schöne Grafik, wie ich finde. Also ich habe mir den Tacho jetzt so gelegt, dass man in der Mitte alle aktiven Fahrdaten sieht. Reichweite, Batteriestand, Geschwindigkeit, Gangwahl, Anzeige der Geschwindigkeit, also der Schildererkennung, sowie ein Powermeter, also mit Charge-Bereich und Power-Bereich. Auf der linken Seite sehen wir meinen Bordcomputer, der den Durchschnittsverbrauch, die Durchschnittsgeschwindigkeit, die Rekuperation, hier unten den Status der Spurverlassen, also so eine Art Lenkassistent und Spurverlassenswarner darstellt und dann eben hier die gefahrene Strecke. Das Auto ist jetzt auf Autofernlicht eingestellt. Wir haben 4 Grad. Das sind die im Endeffekt, ja, das ist das, was der Tacho hergibt. Kann man aber auch noch wunderbar konfigurieren. Was haben wir hier? Hier haben wir das Head-Up-Display mit allen guten, wichtigen Informationen. Sehr gut abzulesen, sehr gut zu justieren. Also für große, kleine, mittlere Fahrer alles hundertprozentig. Blendet nicht. Zum Thema Blenden komme ich aber noch in einer anderen Geschichte. Ja, und jetzt sieht man auch hier das Lenkrad. Was gerade noch sehr dunkel aussah, ist jetzt hinterleuchtet und zeigt jetzt auch die Funktionen, die es hier gibt. Mit Telefonieren, mit Sprachsteuerung, mit Wählen von Menüs inklusive der Bestätigungstaste. Und auf der anderen Seite hier mit den Modi, mit einem Limiter bzw. mit dem Abstandstempomat. Hier kann ich die Geschwindigkeiten einstellen, Abstand einstellen, das Ganze auch wieder rausnehmen. Habe hier die Möglichkeit, die Lenkradheizung zu aktivieren, was ich als sehr, sehr angenehm empfinde, weil die funktioniert richtig gut, nicht zu heiß, angenehm warm. Und eben hier nochmal das Schild für den Spurverlassenswarner bzw. Lenkassistenten. Ja, zum Zentraldisplay. Ich versuche das mal eben umzuschalten auf dunkel, weil ich finde, das ist doch jetzt ein bisschen sehr hell. Ich hole euch gleich mal wieder dazu. Ich schalte mal eben auf dunkel. So, das ging tatsächlich so schnell, hätte ich euch auch mitnehmen können. Also in der Tat habe ich mich langsam hier in die Irrungen und Wirrungen der verschiedenen Bediensysteme eingefuchst. So auch hier beim iPace. Also alles mal auf dunkel eingestellt. Wir haben hier, wie gesagt, das relativ breite, dafür nicht sehr hohe, Mitten-Zentral-Display, die Head-Unit der Navigation und aller Multimedia-Themen. Hier unten ein in beschränktem Maße bedienbares, kleineres, ich glaube 5, noch was Zoll-Display, wo man sich diverse Funktionen reinlegen lassen kann. Man kann hier auch das Thema Luftreinheit, also eine Filterstufe aktivieren, um auch hier eine Luftreinigung herzustellen, also quasi eine Art Ionisation. Aber machen wir erstmal kurz oben weiter. Wir haben eben hier mehrere Felder. Wir haben die große Home-Taste mit der Navigation. Alles in den Farben angelegt, wie ich es auch schön finde. Also ich mag diese Schwarz-Grün-Kombination einfach total gerne. Das habe ich auch auf allen PCs in der Firma und auch privat so eingestellt, ist so meine Lieblingskonfiguration, ist hier eben auch möglich. Und hier ist eben das Navi in seiner schlichten Schönheit, aber recht gut funktionierend. Zu den anderen Themen mit Navigationsverlauf und Routenfindung und so weiter sage ich, glaube ich, nochmal separat was. Ja, das ist das Thema Navigation. Wir haben natürlich auch hier nochmal Telefonie. Wir haben hier diverse Medien, die abspielbar sind mit Radio und USB und ach was weiß ich alles für ein Gedöns, was man da alles anschließen kann. Wir haben hier die grundsätzliche Bluetooth-Einstellung. Hier haben wir das Thema der Rückfahrkamera.
Das ist natürlich das Problem dieses relativ flachen Displays. Man bekommt jetzt ein Auto, was so steht, weil es immer so angezeigt wird, jetzt auf dieses Display nicht wirklich schön drauf. So, jetzt steht hier zum Zoomen doppelt klicken. So, und jetzt kann man quasi gucken beim Fahren, ähnlich wie beim EQC und beim e-tron auch, wo bewegt man sich. Wir sehen aber hier, ich glaube, das könnt ihr auch ganz gut sehen, dass das hier doch sehr krümmig ist, das Bild, dass man hier nicht wirklich sich verlässlich da irgendwas anschauen kann. Das ist eben das Problem, weil die Kameras kommen natürlich auch da relativ schnell an die Grenze. Ja, aber man kann schon mit dem Doppelklick oder Doppeltouch in dem Fall auf die jeweilige Stelle, kann man sich den Bereich raussuchen, den man sich anschauen möchte. Ja, also jetzt gehen wir nochmal hier auf den linken Außenspiegel. Das geht so nicht. Mal gucken hier auf die Seite. Also er kann vorne und hinten und da sollte man dann alles mit drauf bekommen. Man kann natürlich dann hier auch nochmal einstellen, welche Bereiche möchte man sehen. Ja, das ist einmal der Bereich, das ist nur vorne, das ist vorne Seite, also quasi unter den Rückspiegeln, das ist Vorderräder, das ist Hinterräder, Quatsch, das ist Heck und das ist nochmal eine andere Form des Hecks. Ja, also das ist hier über dieses Feld alles möglich. Also insofern gar nicht so schlecht und ja, das gefällt mir ganz gut, sollte auf jeden Fall fürs Rangieren im Parkhaus und Co. hilfreich sein. Wenn man einen Anhänger dabei hat, ich hatte das ja schon gesagt, maximal 750 Kilo bei 45 Kilo Stützlast sind möglich. Das ist natürlich jetzt nicht wirklich das, was wir brauchen, weil unser Anhänger hat schon 1,3 Tonnen Max Gewicht und ich denke mal, wenn der beladen ist mit den Utensilien, die wir fürs Campen brauchen, hat er auch eine Tonne. Also insofern wird das auch mit dem Auto hier schon wieder schwierig. Hier haben wir noch neben den Kameras noch die Möglichkeit der Parkpiepser, also das Park Distance Control. Und wir haben hier die Möglichkeit, dass er uns Parkplätze sucht. Das heißt, wir fahren an Autos vorbei. Hier oben erkennt man es auch an den Sensoren. Die Außensensorik erkennt, ist dieser Parkbereich ausreichend für das Auto, sodass ich automatisch einparken kann. Und gibt dann entsprechend ein Zeichen, sodass man dann menügeführt das Auto einparken lassen kann. Wir gehen jetzt mal hier auf den nächsten Bereich und das ist die, der Klimaregelungsbereich, den man hier sieht. Wir haben die Möglichkeit, alle möglichen Bereiche zu konditionieren. Wir haben natürlich die Klimaanlage, wir haben Sitzheizung, Fensterbeheizung. Das kann ich euch leider nicht sehen. Ja, hier eine ganz einfache Geschichte. Das heißt, ich kann hier mit Drücken und Ziehen den jeweiligen Modus auswählen. Wenn ich jetzt drücke, so wie ich es jetzt drücke, dann kann ich jetzt die Sitzheizung einstellen auf 1. Wieder zurück ist quasi das Nullmenü. Wenn ich ziehe, könnte ich jetzt die Lüftungsintensität einstellen. Das mache ich jetzt mal nicht, weil sonst wird es laut. Gleiches kann ich natürlich auch hier mit dem Autoluftstrom machen. Ne? Also leicht ausgeglichen. Und stark kann hier entsprechend auch die Intensität des Luftstroms angepasst werden. Hier haben wir noch die Fahrstufen D, N, R und P. Also kein Hebel, kein gar nichts, sondern hier auch wie bei einigen anderen E-Autos und anderen Fahrzeugen mittlerweile auch Knöpfe für die Fahrstufen. Und auf der anderen Seite eben noch die Möglichkeit, die Kriechgeschwindigkeit zu wählen. Also quasi der, ja, für diesen, sag ich mal, im Allradmodus kann man eben hier dann eine Maximalgeschwindigkeit wählen, für zum Beispiel, wenn man einen Hang oder einen Berg runterfährt oder so, damit da das Auto nicht zu sehr ins Rutschen kommt. Hier haben wir diverse Modi. Hier kann man das ganz gut sehen. Hoffe ich, dass man das ganz gut sehen kann. Die schalte ich mal eben durch. Das ist Regen, Eis und Schnee. Jedes Mal wird dann der Modus auch bestätigt. Das ist Eco, mit dem fahre ich eigentlich am liebsten. Dann haben wir noch Komfort und wir haben Dynamik. Das ist der, mit dem man, ja, wie ihr seht, ändert sich dann auch die Farbe des Tachos. Dann wird das alles ein bisschen anders angelegt. Auch die Innenfarbe ändert sich in einen gewissen Rotton. Das wird dann alles ein bisschen sportlicher hier animiert. Wir haben hier eine mehrfarbig bestimmbare Ambientebeleuchtung, die ich klassisch auf weiß lasse. Also ich brauche das nur
auf weiß, das reicht mir voll und ganz. Und jetzt gehen wir mal wieder auf den Eco-Modus. Das ist so mein Modus, schön grün wieder. Dieser Modus Eco reicht für meine Fahrsituation und auch für meinen Poweranspruch absolut aus. Ich denke, so viel zum Thema Innenraum. Ich würde jetzt gleich nochmal mit einem kurzen Fazit aufwarten und ja, euch was hier grundsätzlich zu dem Auto sagen. Ja, wie lautet nun mein Fazit zu dem Jaguar I-Pace? Ich möchte es mal wieder unterteilen in positiv und ja, negativ ist immer so ein schwieriges Wort, aber in nicht so meinen Fall, nennen wir es mal so. Wir beginnen mal mit den eher optimierbaren oder Punkten, mit denen ich nicht so zufrieden bin. Die lauten wie folgt. Also der Verbrauch bei dem Auto hier ist laut WLTP mit 21,2 Kilowattstunden angegeben. Ich habe es bislang nicht geschafft, den Wagen unter 25 Kilowattstunden zu drücken. Gut, es ist natürlich Winter und 4 Grad und nass und meistens ist der Wagen nicht vorkonditioniert. Insofern, okay, sind 25 Kilowattstunden okay und die anderen haben auch nicht weniger verbraucht, sag ich mal. Aber der Wagen ist ein bisschen leichter als die anderen Testkandidaten, teilweise 300, 400 Kilo. Und ich finde ihn auch kompakter, also er ist nicht so massig. Er ist also tatsächlich ein bisschen, man hat schon das Gefühl, dass er kleiner ist, was er von der Außenlänge ja auch definitiv ist. Insofern hat man schon auch die Erwartung, dass er ein bisschen weniger verbraucht. Das ist jetzt hier nicht der Fall. Ich habe ein anderes Video noch gemacht, da zeige ich euch den Verbrauch bei 130 und auch bei 150. Und das fand ich schon sehr interessant, aber ich will dem nicht vorgreifen. Das schauen wir uns dann in einem anderen Video nochmal an. Ja, was ist noch ein Thema? Was ich nicht gut finde, ist hinten die, ihr seht es vielleicht hier, ist hinten die Schießscharte, also die Raussicht ist bis auf ein Auto, was wirklich einige Kilometer Meter hinter einem herfährt, eigentlich nicht gegeben. Man muss da auf jeden Fall mit Kameras arbeiten. Gut, die sind an Bord, aber letztlich ist das natürlich, habe ich schon ganz gerne einen besseren Rundumblick, was durch die breite C-Säule nahezu unmöglich ist und durch die Schießscharte hinten dann eben auch. Ich hätte auch gerne das Display, das Multimedia-Display hätte ich gerne höher. Also die Breite ist ja super, aber die Höhe ist eben mir ein bisschen zu gering, weil dadurch eben das Problem besteht, dass, sag ich mal, gerade in der Navigation und ich fahre ja in eine Richtung, meistens habe ich das fahre ich ja quasi, ich weiß gar nicht, wie ich das ausdrücken soll, also nordwärts gerichtet und habe dann eben da das Problem, dass dafür die Karte einfach nicht ausreicht, weil ich nur einen ganz kleinen oder muss dann einen ganz großen Maßstab wählen, den ich eigentlich gar nicht wählen möchte. Insofern hätte ich es eigentlich gerne lieber ein bisschen höher und dafür nicht ganz so breit oder eben einfach nur höher und die Breite kann natürlich gerne so belassen werden. Je größer das Display, umso toller finde ich das. Das mag ich total. Die Bedienung des Navis ist auch so ein Thema, da habe ich mir auch jetzt noch maximal einen abgebrochen. Ich finde es tatsächlich nicht intuitiv. Da überhaupt erstmal zu suchen, wo muss ich was eingeben, ist recht schwierig, weil diese klassischen Suchefelder einfach nicht da sind. Ja, man muss erstmal gucken, in welchem Menüpunkt muss ich mich bewegen, um das und das einstellen zu können. Und das ist für mich, oder wenn man ja schnell mal irgendwo ein neues Fahrziel eingeben möchte, finde ich es doch relativ aufwendig und alles andere als intuitiv. Da sollte eigentlich ein bisschen was verbessert werden. Oder, ja, das ist für meine Begriffe, machen es die anderen besser, sagen wir es mal so. Ich finde das Menü oder das Navi als solches ist schnell. Ja, es lässt sich also ganz gut und schnell bedienen, das ist nicht die Frage. Es gibt immer noch einen Ton als Rückmeldung. Ich fand da das Navi im e-tron in der Tat ein bisschen langsamer. Und ja, das EQC-Navi ist da einfach ungeschlagen gut. Also da finde ich,
reiht sich das Navi hier aus dem iPace so ein bisschen in die Mitte ein. Dann habe ich, das zeige ich euch auch in einem anderen Video, dafür ist es noch zu hell, habe ich mir mal das LED-Licht angeguckt. Hier sind jetzt also nicht die Matrix-LED-Scheinwerfer eingebaut, sondern die Zwischenstufe, das LED-Licht ohne Matrix, also sprich ohne einzelne LEDs, die den Gegenverkehr und den vorausfahrenden Verkehr ausblenden oder auf der Autobahn Schilder anleuchten. Das ist hier nicht möglich, das habe ich lang und schmutzig ausgetestet. Und vor allen Dingen, das ist gar nicht mal so schlimm, dass diese Funktion nicht da ist, sondern ich finde, es ist einfach tatsächlich dunkler als die vergleichbaren LED-Lichter in den anderen Fahrzeugen, die ich gefahren bin. Also sowohl was Model 3 betrifft, als auch was e-tron und EQC betrifft, finde ich, ist das hier das dunkelste Licht von allen. Es ist nicht breit oder es ist nicht hell genug in der gesamten Breite. Es ist relativ kurz gehalten. Das Fernlicht ist sehr gut, finde ich. Da sieht man also, was die LEDs eigentlich können. Aber ansonsten finde ich es doch relativ, ja, dunkel ist auch wieder das falsche Wort, aber die anderen sind eben heller, homogener, haben einen höheren weißen Teppich vorm Auto als hier im iPace. Und noch eine andere Geschichte, die ich ein bisschen, ja, wo ich denke, also 100 kW kann das Fahrzeug hier an Ladegeschwindigkeit laut Werksangabe, laut Papier. Ich habe nicht über 80 geschafft, egal in welchem, sage ich mal, Füllstand Batterie und in welcher Betriebstemperatur der Motor war, also auch nach 150 Kilometern Autobahn, hat er sich nicht mehr als 80 kW gegönnt. Also da weiß ich nicht, wo die 100 kW herkommen. Das, ja, mal gucken, vielleicht liegt es auch an anderen Sachen, aber vielleicht könnt ihr da in puncto Kommentaren mir was liefern. Das ist ähnlich wie beim EQC, bei so einer großen Batterie wie bei dieser hier mit 84,7 Kilowattstunden netto nutzbarer Batteriekapazität, ja, finde ich schon fast zu wenig. Auch wenn man jetzt sagt, okay, man lädt ja nicht immer von 0 auf 100, also von leer auf ganz voll, das stimmt. Aber man hat auch nicht immer da diesen voll nutzbaren Bereich, wo das Ding auch wirklich 100 kW läuft. Ja, das ist ja beim Model 3 auch nicht so. Da gibt es ja auch nur ein gewisses Prozentfenster, wo dann diese sagenhaften 190 kW fließen. Und das ist ein relativ schmaler Bereich. Und so ist es hier bei dem Auto eben auch. Also diese 80 kW habe ich auch nicht über die gesamte Bandbreite bekommen, wie beim e-tron die 150, sondern hier waren es wirklich 80. Und die sind dann auch, ja, ich sag mal, ab Mitte sind die tatsächlich auch schon wieder zurückgegangen. Der AC-Ladebereich ist tatsächlich noch schmaler mit seinen 7 kW, 7, noch was. Also da bin ich auch der Meinung, da muss man auf jeden Fall was tun, damit das Auto, ja, an der normalen 11 kW-Säule sollte es schon 11 kW können. Das ist echt dünn. Ich hoffe, dass der EQC jetzt hier mit dem Motorjahr 2020 nachlegt und da auf jeden Fall auf 11 kW hochgeht. Beim iPace wünsche ich mir das natürlich auch. Und hoffe, dass da Jaguar ein Einsehen hat und wettbewerbsfähig bleiben möchte und diesbezüglich dann eben auch da nachlegt. Ja, noch eine andere Geschichte zum Thema Garantie habe ich hier noch was. Die meisten Autobauer für die E-Autos haben ja ein recht auskömmliches Garantiepaket geschnürt. Hier sind es 3 Jahre und 100.000 Kilometer. Das finde ich doch relativ dünn. Also die meisten haben ja mittlerweile 4 Jahre und 150, 160.000 Kilometer und aufwärts. Das könnte für den einen oder anderen Gebrauchtwagenkäufer, für den einen oder anderen Leasingnehmer, der vielleicht auf 4 Jahre least, ein Hinderungsgrund sein, zu sagen, okay, also das ist mir zu wenig, was passiert nach 3 Jahren? Ich möchte hier aufgrund einer gewissen Unsicherheit auf jeden Fall noch eine längere Garantie haben. Ich weiß nicht, ob es hier ein Anschlusspaket gibt, wie es bei vielen Herstellern der Fall ist, was nahezu deckungsgleich mit der Herstellergarantie ab Auslieferung ist. Kann ich nichts zu sagen, aber das wäre zum Beispiel auch ein Punkt, der mich als Privaten stören würde, wenn nach 3 Jahren bzw. 100.000 Kilometern, je nachdem, was zuerst eintritt, die Garantie nicht mehr bestehen würde. Ja, das zu den Punkten, wo ich sagen würde, ja, das ist jetzt nicht so optimal. Der Wagen hat natürlich auch viele sehr, sehr positive Eigenschaften, die ich jetzt hier mal nachfolgend mitteilen möchte. Zu den positiven Punkten. Also was ich auf jeden Fall mal herausstellen möchte, ist, der Wagen fährt sich richtig gut. Also der Wagen ist komfortabel abgestimmt, hat eine
super sportlich dynamische Fahrwerkeinstellung mit allem drum und dran, hat allerdings, ja, wie soll ich sagen, eine sehr, trotzdem sehr komfortable Abstimmung. Ja, wollen wir mal weitermachen mit den positiven Dingen. Ich habe gerade die Batterie gewechselt, die gerade hier Schlapp gemacht hat. Es ist schon so, dass der Wagen sich einfach ultra gut fährt. Also er verbindet das Sportliche des Model 3 mit dem Komfort, den man dem Wagen so gar nicht zutraut. Also der ist wirklich extrem ausgeglichen. Er hat eine 50-50% Gewichtverteilung der Achsen, Gewicht auf den Achsen. Das merkt man auch. Also der ja, ist sehr gutmütig, allerdings auch sehr sportlich zu fahren. Er ist, hat einen sehr guten Geradeauslauf. Er ist sehr langstreckentauglich, da sehr komfortabel. Hat, ich sag mal, ab 130, 140 an den Außenspiegeln wahrnehmbare Windgeräusche. Also wirklich alles sehr, sehr im Rahmen. Für meine Geschwindigkeitsbereiche super auszuhalten. Dann immer noch sehr ruhig. Das Lauteste sind hier gewesen die Winterreifen, die scheinbar relativ neu sind. Und ja, das fand ich wirklich grandios. Was ich auch gut finde, ist eben, dass der so eine kompakte Form hat und trotzdem hier sehr viele Möglichkeiten gibt, das zu transportieren, was wir eigentlich möchten. Das heißt, wir brauchen kein 5 Meter noch was Auto, sondern wir würden das theoretisch hier reinbekommen. Gut, der Kofferraum hat jetzt sicherlich nicht diese beschriebenen 600 Liter, sondern wahrscheinlich schon deutlich weniger. Aber wahrscheinlich würde auch das gehen. Und ja, das, was uns so ein bisschen Sorgen macht, ist eben die Anhängelast, die eben doch relativ schwierig ist. Mal gucken, ob es da würde ich beim Jaguar-Händler nochmal fragen, ob es da irgendwie noch eine Veränderung gibt, eine Auflastung oder sonst irgendwas, keine Ahnung. Aber ich will bei den positiven Sachen bleiben. Ich finde den Tacho toll, den kann man sich eben in vielen Bereichen konfigurieren. Ich habe euch da jetzt nicht alles gezeigt. Auch die Sitze sind sehr harmonisch, sehr bequem, sehr langstreckentauglich. Die Verarbeitung hier ist wirklich gut. Ich habe nicht einen Punkt gefunden, der irgendwo schlecht verarbeitet war. Man sagt ja den Briten immer nach, dass sie so ein bisschen nicht ganz so deutsch sorgfältig sind, was Haptik, Optik, Verarbeitung betrifft. Das kann ich für dieses Auto hier auf jeden Fall nicht sagen. Und wir sind hier noch nicht in der Top-Ausstattung. Das ist hier die SE und nicht die, ich glaube, HSE ist die hochwertigste. Also das Panoramadach über mir ist mega. Das hat eben super, bringt eben super viel Helligkeit rein, obwohl es stark getönt ist. Macht das Auto eben sehr luftig, bringt viel, also gefühlt viel Platz und ist eben auch für alle, die mitfahrenden Hingucker, weil es einfach sehr viel Freude macht, damit zu fahren. Ja, also das Auto hat mich sehr, sehr positiv überrascht. Ich hätte es dem gar nicht zugetraut. Ich finde jetzt die äußere Form nicht so hübsch, muss ich ganz ehrlich sagen. Dass meine Frau sagt, der sieht aus wie ein Scirocco. Wer so einen VW Scirocco noch kennt. Und zwar den ersten Scirocco, jetzt nicht den letzten, der von VW eingestellt wurde, sondern den Scirocco 1. Fakt ist einfach, ich mag tatsächlich gerne mehr so die kantigen Typen. Der ist mir vorne ein bisschen rund und hinten ist er mir ein bisschen abgehackt. Also da würde ich mir schon, da stehe ich eigentlich auf andere Formen. Die Felgen sind jetzt Winterfelgen. Ich denke mal, mit den passenden Sommerfelgen ist der Look auch ein bisschen anders. Keine Frage. Was mir allerdings so ein bisschen ein Dorn im Auge ist, das dann doch nochmal negativ abrunden zu müssen, ist eben der Preis. Also ich habe ihn mir zusammengerechnet, so wie er steht, liegen wir bei 95.000. Was im Endeffekt in der gleichen Liga ist wie e-tron und EQC. Sicherlich lassen sich da auch noch, also auch dieser hier lässt sich noch auf über 100.000 aufrüsten. Ich denke mal, wenn ich mich zusammenreißen würde, käme ich auf ungefähr 90.000. Heißt also, preislich hat er keinerlei Vorteil gegenüber EQC und e-tron. Insofern spielen ja nicht die preislichen Faktoren letztlich eine Rolle, sondern da die Hardfacts, die eben ja, mit Ausstattung, Haptik, Optik, Leistung, Verbrauch, Reichweite, auch ein Thema, zusammenhängen. Vielleicht noch zur Reichweite. Wie gesagt, aufgrund der um und bei 28, 29 Kilowattstunden komme ich hier auf
knapp über 300 Kilometer Reichweite im Winter. Ich denke, im Sommer sind es dann schon 350, 370, vielleicht 380. Je nachdem, was man für eine Topografie hat, was man für Strecken fährt, wie natürlich der Gasfuß ist, Windverhältnisse etc. Also auch da eigentlich nicht weit weg von den anderen. Also man sieht, ob nur effizient, ineffizient, wie auch immer, in den gewissen Merkmalen wie Leistung, Reichweite, Verbrauch, nehmen sich die Aspiranten der gleichen Klasse nicht wirklich viel. Und das macht es natürlich dann umso schwieriger, da wirklich auch einen klaren Kandidaten rauszufinden, wo man sagt, so, der hat die und die Kapitel so dramatisch gewonnen, der ist jetzt auf jeden Fall derjenige welche. Und letztlich sind sie alle mit um und bei fast 100.000 Euro in der Range, die ich so privat nicht bedienen kann und möchte. Ja, so viel zu meinem Review-Test. Tauglichkeitsfahrt habe ich sehr genossen hier mit dem iPace. Hat sehr viel Spaß gemacht. Ein sehr schönes, kompaktes, rundum gelungenes Auto. Und ich hoffe, euch hat der Bericht ein bisschen gefallen. Ich würde mich natürlich freuen, wenn ihr auch die anderen Videos hier zu dem iPace euch anschaut, eure geschätzte Meinung dazu in den Kommentaren wiedergebt und mir natürlich auch einen Daumen hoch gebt, wenn möglich. Und ja, so gesehen, das Jahr 2020 fängt eben damit an, dass ich weitermache, wo ich aufgehört habe. Also sprich, Reviews, Autos testen, das mache ich teilweise auf eigene Kosten. Also es ist nicht so, dass ich jedes Auto gestellt bekomme, nur um das nochmal klarzustellen. Habe natürlich hier in Hamburg mehr Möglichkeiten, hier gibt es Verleihfirmen und so weiter, die da diese Autos dann eben auch verleihen gegen den Kosten, gegen Geld, nennen wir es einfach mal so. Und es ist aber mein Hobby und dementsprechend, ja, genieße ich das eben auch hier mit zu fahren und da vielleicht auch meiner Entscheidungsfindung ein bisschen näher zu kommen. Lasst also gerne euren Daumen hoch da, abonniert gerne meinen Kanal und drückt auch die Glocke, um keine weiteren Videos zu verpassen. Es werden natürlich weitere Videos kommen, es werden weitere i3-Videos kommen, es werden noch andere E-Autos kommen, die ich mir jetzt vorgenommen habe. Und die Dienstwagenfrage ist ja noch nicht geklärt. Ich bin mal gespannt, was das neue Jahr 2020 für Möglichkeiten bietet, dass eben auch die Hersteller sagen, okay, wir beginnen das Jahr mal mit einem schönen Rabattsystem. Ich hoffe mal, dass die neuen Förderrichtlinien von der EU bald abgesegnet werden, sodass auch da mehr Input finanzieller Form aus den Fördertöpfen kommt. Und ich kann mir auch vorstellen, dass dann der ein oder Hersteller sagt, okay, da setze ich nochmal einen drauf und biete dann nochmal einen guten Zins, eine Rabattierung, ein höheres Fördergeld, wie auch immer, aus unserem Hause an, um einfach die Autos interessanter zu machen. So wie es momentan der Fall ist oder nach den momentanen wirtschaftlichen Gesichtspunkten, ist es eher schwierig, dass ich mich für so ein Auto entscheiden könnte. Aber das wollen wir erstmal abwarten und bis dahin sage ich, bis bald. Bleibt mir gewogen, euer Frank vom Kanal Generation E. Tschüss!